Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, von Pet Woman. Das bin ich, Patricia. Ich habe ein Food Haul für dich, weil wir mögen Food Hauls. Jeder von uns mag Food Hauls, man guckt sich es einfach gerne an. Wir waren beim Penny und auf dem Wochenmarkt. Und irgendwie haben wir diese, also heute mal alles schnell erledigt, weil der Kai beim Brötchen holen schon beim Penny einkaufen war. Deshalb haben wir jetzt gerade 13 Uhr und sind schon mit allem fertig. Voll gut. Ich fange mit dem Wocheneinkauf an. Und zwar waren wir da einmal beim Apfelmann, beim Odenwälder Apfelmann. Der hat ganz tolle Äpfel, sage ich euch. Und zwar haben wir da zweimal die Sorte Glockenapfel mitgenommen, zweimal die Sorte Pinova und zweimal Boskop. Wobei ich das Gefühl habe, der Boskop ist mehlig. Habe ich mich verleiten lassen. Für die 6 Äpfel haben wir 3 Euro bezahlt. 3. So, dann machen wir mal weiter mit unserem Gemüsestand. Da haben wir einmal 200 Gramm Champignons geholt. Dann ein kleines Bund Petersilie. Eine grüne Paprika. Eine rote Paprika und 4 kleine Gurken. Die brauche ich für verschiedene Gerichte, aber das sage ich am Ende. Musste dranbleiben. Und dann haben wir noch Tomaten, so längliche. 4 Stück. Und 2 Zitronen. Weil, ne? Weißt du, ich mag einfach Zitronen. Für das Ganze haben wir 12 Euro ausgegeben. Ich gucke gerade nochmal, ob ich noch irgendwo was habe. Nein, haben wir nicht. Das heißt, das kann jetzt hier runter. Und dann machen wir weiter mit dem Penny. Beim Penny haben wir noch 2 Avocados. Die sind jetzt nicht hier, aber haben wir 2 Avocados geholt, weil, wie schon im letzten Food Haul gesagt, fahre ich momentan total auf Avocados ab. Deshalb müssen die mit. Dann machen wir, ach so, wollte ich am Ende sagen, für ein Rezept, was ich am Ende sage, brauchen wir Backhefe. Dann will ich auch Brotzeit machen. Da haben wir einmal so ganz verschiedene Aufstriche und Aufschnitte. Einmal eine vegane Liona-Art, eine vegane Salami-Art, Genussscheiben und veganer Räucherlachs. Habe ich noch nie gegessen, bin ich ganz gespannt, wie das schmeckt. Wenn du mal so ein Try-Things-Video haben möchtest, wie ich so Sachen probiere, hit me up, schreib's in die Kommentare. So, dann auch für ein Gericht einmal Gnocchetti und einmal Gnocchi. Ah ne, sind beides Gnocchetti. Wo ist da der Unterschied? Ist noch Gnocchi. Ich möchte, die sind kleiner als Gnocchi. Gut. Dann war einmal die Teewurst im Angebot, die vegane, und die vegane Mettwurst von Rügenwälder. Dann für unsere, ist das schon offen? Achso, ja. Dann für Käffchen haben wir hier Oatly Hafermilch, weil der Penny hat keine eigene, deshalb war jetzt Oatly. Dann für auch ein Gericht diese Woche brauchen wir Naturjoghurt. Für ein Gericht brauchen wir Kichererbsen, Eiweiß, Kokosmilch, dann aus der Dose gehackte Tomaten. Die sind, glaube ich, auch, nee, sind sie nicht. Die gibt es auch schon, da ist Würze dran, also so Basilikum und so. Finde ich auch ganz gut, kann man auch mal nehmen. Das haben wir nämlich hier. Passata mit Kräutern. Und dann noch, weil der Kai wollte sich gerne Kekse backen, haben wir noch eine Margarine. Und für den ganzen Klumpatsch, wie gesagt, noch 2 Avocados, die jetzt hier nicht dabei sind, haben wir 32 Euro bezahlt. Ja. Und jetzt sage ich noch, was es zu essen gibt. Und zwar gibt es einmal die Sushi Bowl, die sich jetzt schon in die zweite oder dritte Woche reinmogelt. Dann Dönernudeln, weil, ganz ehrlich, ist einfach geil, ist einfach leicht. Ich werde wahrscheinlich auch ein Video dazu machen. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, aber ich versuche es. I try.
Dann habe ich Lamajun. Oh, das ist auch sehr lecker. Lamajun kann ich euch gerne auch unten reinpacken. Ist von Zuckerjagdwurst das Rezept. Brotzeit, genau, Brotzeit. Wobei, da habe ich jetzt, ich weiß noch, was wir noch haben. Oh Mann. Hier haben wir noch so Toastie-Brötchen, ne? Schlimm, schlimm. Und da werde ich hier, wie schön hier auch abgebildet ist, werden wir so Lachs-Toasties machen. Also das wird es geben mit dem Lachs. Genau, Gnocchi-Pfanne mit Kürbis und Champignons, Kichererbsen-Curry und das war's. Genau, Sushi-Bowl, Döner-Nudeln, Gnocchi-Pfanne, Kichererbsen-Curry, dann der Räucherlachs mit dem Toasties und den Lamajun. Das ist es für die Woche. Und dann bin ich auch schon durch. Vielen Dank, dass du bis hierhin geschaut hast. Falls du bis hierhin geschaut hast, möchte ich gerne wieder ein Herz haben. Einfach ein bisschen Liebe. Lass ein bisschen Liebe in die Welt da, damit die Welt ein bisschen leichter wird und schöner und liebevoller. Und dann würde ich sagen, ich wünsche dir jetzt eine schöne Woche und einen schönen Tag. Und es ist schön, dass es dich gibt. Und fühl dich gedrückt. Und bis zum nächsten Mal. Adios. Muah.